Hallo Leute, hier ist wieder der Callcenter Crusher. Heute mal ein Video außer der Reihe, denn für einen so kleinen Kanal wie meinen ist heute ein klitzekleiner Meilenstein erreicht. Die ersten 100 Abonnenten. Für einen Kanal, der erst 2 Monate existiert, schon eine tolle Sache, die ich euch, meinen Zuhörern, zu verdanken habe. Vielen Dank dafür, dass ihr mich ertragt und für die vielen Kommentare. Wie ihr vielleicht feststellen werdet, habe ich einige Kleinigkeiten verändert. Deswegen gibt es heute ein kleines Spezial mit seltsamen Anrufern der Betrüger. Viel Spaß dabei, wie immer geht's nach dem Intro los. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag, Herr Stechlin. Ja, wer ist da bitte? Emilia ist mein Name. Ja. Ich rufe Sie von Portraits.com an. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut eigentlich. Okay. Also, ich wünsche einen schönen guten Tag, Hurensohn. Aha, Sie sind ein Scammer. Ja, bitte? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich bin eine Kontoberaterin von Just Capital und mein Name ist Claudia. Wie bitte? Sie sprechen ein bisschen undeutlich. Ich habe den Namen nicht verstanden. Ich bin Ihre Kontoberaterin von Juice Capital. Wie? Ich habe den Namen Ihrer Webseite immer noch nicht ganz verstanden. Juice Capital. Sie haben sich bei uns angemeldet, um Geld zu investieren. Ja, gut. Okay, können Sie mir bitte sagen, dann haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder noch keine? Nee, habe ich noch nicht. Tatsächlich. Okay, ich verstehe. Und bei uns werden Sie gute Erfahrungen mit unserer Finanzanalytiker sammeln. Und ich werde jetzt kurz erklären, welche Möglichkeiten Sie heute haben. Und danach werden Sie Ihre Entscheidung treffen, okay? Ja, das ist gut. Eigene Entscheidungen treffen sind immer gut. Ja, wir haben 3 Beträge zurzeit. Minimaler Betrag ist 250 Euro und wenn der erste Betrag ist 250 Euro, bekommen Sie von uns 75 Euro als Unterstützung. Auch wir bieten Sie 2 Wochen als Probezeit und während Sie mit 2 Wochen werden Sie nicht allein handeln, sondern mit unserer Finanzanalytiker. Unsere Finanzanalytiker hat Erfahrung in diesem Bereich, das bedeutet, er analysiert alles, um Ihnen zu zeigen, was passiert im Finanzmarkt und welche Risiken gibt. Und auch er kennt wichtige Transaktionen durchführen, um keinen Verlust zu haben. Das bedeutet, wir bieten Sie 2 Wochen als Probezeit, 75 Euro als Bonus und kostenlose Hilfe unserer Finanzanalytiker. Während 2 Wochen Sie zuerst investieren unseren Bonus, um unsere Plattform zu testen. Dann nach 2 Wochen Sie können Ihre Einzahlung 250 Euro mit Gewinn abheben oder Sie können weitermachen. Okay. Okay, dann sagen Sie mir bitte, welche Zahlungsarten Sie benutzen. Na, ich wollte erstmal ein bisschen was über Ihre Firma erfahren. Ist die richtige E-Mail-Adresse ludger.losmann@gmail.com. Ja, das ist richtig. Jetzt schicken alle Informationen per Mail mit unserer Webseite und Sie können einschauen, okay? Ja, dann schicken Sie mal. Aber Sie können mir in der Zwischenzeit ja auch erzählen über Ihre Firma. Nein. Wie Sie nein? Sie machen Einzahlungen. Ich mache Einzahlung, nachdem ich mich informiert habe. Ich werde doch vorher nicht einzahlen. Sie einfach legen Ihr Geld auf Ihre Konto. Nur Sie wissen Zugang zu Daten. Nur Sie kontrollieren Ihr Konto. Bitte? Ich verstehe Sie einfach nicht. Sprechen Sie ein bisschen lauter oder ich weiß es nicht. Okay, können Sie bitte dann noch einmal wiederholen Ihre Frage? Ich würde gerne Informationen über Ihre Firma haben. Ja, ich schicke jetzt per E-Mail allgemeine Informationen mit unserer Webseite. Ja, dann schicken Sie mal her. Dann gucke ich mal, was in der E-Mail drin ist. Mhm. Aber in der Zwischenzeit hätten Sie ja auch schon was zu Ihrer Firma sagen können. Unsere Firma heißt GIS Capital. Es geht um Online-Handel, Trading. Und Sie können investieren in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in Aktien, in Kryptowährungen, in Rohstoffe, in Forex, was Sie wollen. Ja, leider, wie gesagt, Ihre Aussprache ist so, dass ich nicht verstanden habe. Buchstabieren Sie ja doch mal Ihre Webseite einfach nochmal in der Zwischenzeit.
Jetzt schickt er die meine Informationen mit unserer Webseite. Dann guten Tag. Wie guten Tag? Ja, bitte. Hallo, guten Tag, Herr Reichmann. Ja, guten Tag. Johann, Sie bekommen einen Anruf von Europäischen Finanzmarkt. Wie ich sehe, Sie sind bei uns angemeldet, richtig? Ja, wen, Augenblick, wen wollten Sie sprechen? Ich will mit Herrn Sigurd Reihard sprechen. Reihard? Nee, das ist der, nein, das ist nicht mein Name. Sigurd, okay. Sigurd ist nicht mein, ja. ist mein Name, aber der Nachname stimmt nicht. Reicharn. Ist das nicht Ihr Nachname? Reicharn. Reicharn. Ja. Genau. Ja, okay, gut. Okay. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen in diesem Bereich? Im Bereich Telefonieren oder was? Worum geht's denn überhaupt? Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Genau, also, wie oft telefonieren Sie? Ja, genau. Ich habe, ich habe Erfahrung im Bereich Telefonieren. Telefonieren, okay. Also ich denke, damit machen Sie auch ganz großen Spaß, oder? Bitte? Wer sind Sie überhaupt? Okay. Ja, bitte? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Herr Lüssmann. Frau Bergian-Apparat, wie geht's Ihnen heute? Danke, gut. Und selber? Freut mich sehr. Mir geht's gut auch. Danke für die Nachfrage. Ich bin die Ansprechpartnerin von der Firma Venus FX und ich rufe Sie an wegen die Interesse, die Sie im Onlinehandel gezeigt haben, Herr Lussmann. Darf ich Ihnen fragen, wissen Sie schon, was Onlinehandeln bedeutet? Ich weiß es so grob, ja. Ich kaufe öfter bei Amazon und bei eBay. Ah, Sie arbeiten schon mit Aktionen, ja? Ja, ich kaufe öfter bei Amazon und eBay und so. Ich meine Online-Trading, also mit Kryptowährungen, mit Aktionen, mit Rohstoffen, die Bitcoin... Sie hatten ja nur gesagt Online-Handel. Nee, Trading war es ja, nicht. Ja, also Online-Handeln und Online-Trading ist die gleiche, Herr Lüssmann. Nein, das ist nicht das gleiche. Online-Handeln ist... Was ist der Unterschied dann? Sagen Sie mir, weil... Ja, wenn Sie mich ausreden lassen würden, dann könnte ich Ihnen das sagen. Online-Handel, da kann ich auch Dinge kaufen, Waren. Trading ist ja nur was anderes. Was ist Trading? Sagen Sie mir. Ja, das ist ja Handeln, um Geld zu verdienen. Ja, und warum machen Sie Online-Handeln? Um Geld zu verlieren oder Geld zu verdienen? Trading würde ich machen, um Geld zu verdienen. Online-Handel? Ja, ich meine, ja, Sie meinen doch schon. Einfach mal ausreden, das wäre vielleicht ganz nett. Okay. Ja. Online handeln tue ich, um Dinge zu kaufen, wie zum Beispiel Waren. Waschmaschine, Fernseher. Das ist Online-Handel. Und Trading mache ich, um Geld zu verdienen. Also, wenn Sie online handeln machen, Sie verdienen Geld auch. Sie wissen es schon. Also, Sie meinen nur einkaufen. Sie kaufen etwas von eBay, von Amazon und so weiter. Aber Sie machen nicht Online-Handel. Wenn ich bei eBay etwas kaufe, dann kann ich doch auch handeln. Ja, das ist nicht Online-Handel. Nein, das ist nicht Online-Handel. Das ist Ihre Definition. Das ist Online-Einkaufen. Das ist Nein, Ihre das Definition. Ist nicht eine Investition. Sie bezahlen, um etwas zu nehmen. Also das ist nicht eine Investition. Und ich kann da Sie auch machen handeln, einfach online einkaufen. Ich kann da doch auch im Preis handeln. Also ist das Online-Handeln. Und was machen Sie im Online-Trading denn? Ich mache gar Sagen nichts. Sie mir. Ich mache momentan noch gar nichts im Online-Trading. Ja, und warum machen Sie denn Anmeldungen für Online-Trading? Weil ich mich dafür Weil interessiere. Weil Sie machen nicht eine Anmeldung, wenn Sie etwas von eBay kaufen möchten. Stellen Sie eine Frage, dann lassen Sie mir Zeit zu antworten. Wenn Sie weiter Fragen stellen, dann hat das ja wenig Sinn. Sie haben mich gefragt, warum ich mich angemeldet habe, weil ich mich dafür interessiere und eventuell Trading machen will. Sind Sie fertig? Also, mit Ihnen wird es wirklich schwer. Okay, dann erzählen Sie weiter. Nochmal? Verstehen Sie mich nicht? Sprechen Sie meine Sprache nicht?
Was denkst du? Spreche ich deine Sprache oder nicht? Haben wir irgendwie, kennen Sie mich, dass Sie mich duzen? Ja, dann gehen Sie weiter. Was warten Sie? Wo soll ich hingehen? Sie haben mich doch angerufen. Zu deinen... Ja, bitte? Hallo, schönes guten Tag. Guten Tag. Herr Ludger Losmann, ja? Ja, wer ist da bitte? Ludger Losmann, ja? Ja, das bin ich. Wer ist denn da? Mit wem spreche ich? Okay. Verstehen Sie kein Deutsch? Ja, ja. Also Sie verstehen kein Deutsch? Ich verstehe. Nee, Sie haben ja nicht meine Frage beantwortet. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Mein Name ist Max Oask. Ich bin ein Kontrabeamter von einer europäischen Finanzbörse. Von welcher? Verstehen Sie in diesem Bereich? Online-Handel. Von welcher Börse denn? Ja. Sie verstehen kein Deutsch. Ich kontaktiere so bezüglich. Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe gefragt, von welcher Börse? Bitte? Suchen Sie jemanden, der Deutsch spricht, bitte. Ja, nein. Goodwin, das ist sehr, ja. Bitte? Goodwin, Was wollen Sie denn jetzt? Hallo? Ja, hallo, was wollen Sie denn jetzt? Bitte? Ach, mein Gott. Was Sie wollen... Ja. 1 Minute. Okay. Sie haben eine Finanzwerbung gesehen und Sie haben in diesem Werbung Anmeldung gemacht. Ja, von welcher Firma rufen Sie denn an? Oh. Alex. Hallo. Hallo. Ja, reden Sie doch. Hallo, ich höre dich. Hallo. Hallo. Hören Sie mich. Ja, aber verstehen tue ich Sie nicht. Sie sprechen ja kein Deutsch. Ich spreche gut nicht. Aber. Ja, ist richtig. Sie sprechen ohne. Sie sprechen kein Deutsch. Ja, no, er spreche, aber nicht so gut. Ja, Sie sprechen gar kein Deutsch, Sie scheinbar lesen Sie nur ab. Okay. Also, welche Firma? Bitte? Ach, meine Herren. Welche Firma Sie sind? Welche? Okay. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Hallo. Alex. Hallo. Hallo, können Sie mich hören? Ja. Ich heiße Alex, ich bin Ihr persönlicher Berater. Sie haben sich für zusätzliches passives Einkommen interessiert, stimmt das? Ja, wer ist denn da überhaupt? Von welcher Firma rufen Sie an? Ich rufe für Simple Trading. Ja. Ja. Und Sie verstanden, wie alles funktioniert? Ich verstanden, wie alles funktioniert? Ich frage Sie.
Haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Nö, ich hab da noch nicht viel verstanden. Ich habe ja auch wenig Infos gekriegt dazu. Okay. Dann sagen mir bitte, haben Sie eine Erfahrung in der Finanzmarkt? Nee, noch nicht. Mhm. So, unsere Firma schützt unsere Kunden sowie die finanzielle Bildung im Bereich des passiven Einkommens. Wir spezialisieren auf dem Kauf von Kryptowährungen, Rohstoffen und Aktien. Ja. Und unsere Firma hat zwei Optionen. Sie kann man arbeiten mit Expert oder mit Roboter. Sie arbeitet oder? Was? Sie arbeitet oder nicht? Wer sie arbeitet? Die Option oder wer im arbeitet? Im Arbeit. Ich verstehe Sie schlecht. Albert, Mikro. Nur arbeitet Sie oder nicht? Ach, Sie wollen wissen, ob ich arbeite? Ja. Ja, dann sagen Sie das doch. Sie sprechen ein sehr schlechtes Deutsch. Okay. Ja, natürlich arbeite ich. Und welche Arbeit? Das geht Sie doch gar nichts an. Okay, so Sie haben nicht so viel Zeit, oder? Wieso habe ich nicht viel Zeit? Wer sagt denn sowas? Ja, okay. Dann. Wer sagt sowas? Boah, bitte? Wollen Sie nicht erstmal Deutsch lernen, damit Sie mit mir zu telefonieren? Ich telefoniere aus Österreich. Leicht rassistisch, nein, aber schön. Nein, das kann ja gar nicht sein. Sie rufen mit einer deutschen Telefonnummer an. Nein. Doch? Nein. Ich sehe es doch auf meinem Telefon. Das ist falsch. Na gut, okay. Entschuldigung. Dann ist das so, okay. Gut. Und weiter? Ja. Okay, dann können Sie warten einen Moment und ich mit unserer Expertin verbinden Sie. Okay? Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Und wer ist da jetzt? Ich heiße Daniela Becker. Ich rufe Sie an von Finanzabteilung. Ja, von der Finanzabteilung von welcher Firma nochmal? Simple Trading. Ah ja, okay. Ja, super. Also sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie verstanden, wie alles funktioniert? Du, das hat Ihr Kollege ja gar nicht groß erklärt. Aha, ich weiß über Ihre Firma ja noch gar nichts. Okay. Also wir arbeiten auf dem Finanzmarkt schon mal 6 Jahren. Und wir bieten unseren Kunden also nicht nur an Möglichkeit, im Finanzmarkt handeln und Geld verdienen, aber auch Schulung in diesem Bereich. Also sie können neue Kenntnisse bekommen und dann in Zukunft können sie vielleicht selbstständig handeln mit diesen Kenntnissen. Okay. Okay, und sind Sie interessiert also daran, nur Geld verdienen oder möchten Sie etwas Neues in diesem Bereich lernen? Ja, ich will in erster Linie mir ein bisschen Geld verdienen. Das macht man doch nicht, um etwas zu lernen, man will Geld verdienen. Ich frage, weil wir zwei Optionen von Zusammenarbeit haben. Es ist entweder automatisiertes Robotsystem. Also hier brauchen Sie nichts zu tun. Ja, das handelt einfach um ein Computerprogramm, das ist installiert. Und dieser Robot arbeitet den ganzen Tag für Sie. Also Sie brauchen hier nichts zu tun, Sie müssen nur am Morgen die Taste Start drücken und dann am Abend die Taste Stop drücken und Ihr Gewinn abheben, ja, und das ist alles. Wenn Sie also nicht so viel Freizeit haben und möchten nur Geld verdienen, dann empfehle ich Ihnen diese Option benutzen. Aber wenn Sie möchten auch etwas Neues lernen und also viel mehr verdienen, dann empfehle ich Ihnen mit unserer persönlichen Analytiker arbeiten. Das heißt, dass Sie werden nie allein im Finanzmarkt handeln. Er wird Sie bei allem unterstützt, alles erklären, alles erzählen, alles zeigen. Und damit werden Sie auch also viele neue Sachen lernen. Mhm.
Welche Option passt Ihnen am besten? Das muss ich erst entscheiden, das weiß ich noch nicht. Ich weiß ja über Ihre Firma sonst noch gar nichts. Können Sie mir mal, wie heißt Ihre Firma, Ihre Plattform dann? Simple Trading. Und weiter, damit ich Ihre Webseite mal bei uns besuchen kann? Sie können nicht selbstständig googeln. Wieso kann ich nicht selbstständig googeln? Das wissen Sie doch gar nicht, ob ich das kann. Wir geben einen Zugang zu unserer Handelsplattform nur unseren Kunden oder unseren potenziellen Kunden. Ja, aber den Zugang muss ich ja gar nicht haben. Ich will ja erstmal Ihre Webseite sehen. Ja, also wir können einen Link schicken und Sie können dann sehen. Das können Sie mir doch sagen. Sagen Sie mir doch einfach, wie Ihre Domain ist. Simple Trading, also, und wie geht's weiter? Sie können nicht googeln, verstehen Sie oder nicht? Also Sie nein, ich, nicht kann, ich kann googeln. Also Simple Trading und dann .com, .de. Sie werden es nicht finden. Ja, Sie müssen es doch nur sagen, dann sehen wir doch, ob ich es finde. Also, wie ist Ihre Domain? Simple Trading und weiter? .com, .de? Punkt bis. Ah ja. Und warum kann ich das nicht finden? Probieren Sie. Ja, habe ich gefunden. Was haben Sie gefunden? Ja, ich habe zum Beispiel gefunden, dass Ihre Webseite erst 63 Tage alt ist. Okay, und wo haben Sie es gefunden? Na, ganz klar, im Internet. Okay, senden dann mir einen Screenshot, bitte. Das können Sie selber machen. Ich weiß, dass Ihre Domain erst am 3.11.2022 registriert wurde. Okay, dann senden Sie mir einfach... Das können Sie sich selber ja googeln. Wenn Sie nicht wissen, wie man das rauskriegt, dann sind Sie selber schuld. Okay, also dann sind Sie, Sie sagten, oder Ihr Kollege sagte ja, dass Sie schon eine alte Firma sind, aber 63 Tage, dann sind Sie keine alte Firma, dann sind Sie einfach nur eine Scammer-Firma, eine Betrüger-Firma. Sie haben es jetzt gefunden, oder was? Ja, natürlich habe ich das gefunden. Warum möchten Sie dann nicht mehr einen Screenshot schicken? Das können Sie doch selber machen. Ich hab's gefunden. Wenn Sie nicht schlau genug sind, das selber zu finden. Schon mehr als 6 Jahren. Nein, das stimmt nicht. Ihre Seite ist erst am 3.11.2022 registriert worden. Sprechen Sie mir nicht dauernd ins Wort! Was sind Sie denn eigentlich für eine? Sie können mir nicht dauernd ins. Okay, fangen wir doch mal anders an. Wo sind Sie registriert und reguliert? FCA. FCA. Und wo ist Ihr Hauptsitz dann? Unser Hauptsitz? Ja. In London befindet sich. Okay, dann überprüfen wir da gleich mal bei der FCA. Ist doch kein Problem. Kann man ja alles online überprüfen. Ist gar kein Thema. Okay, okay. Ja, ist gar kein Problem. So, dann gehen wir mal auf die Seite der FCA. So. FCA und dann geben Sie mir mal Ihre Registrierungsnummer. Sie haben gesagt, dass Sie selbstständig alles können. Ja, und dann sagen Sie mir doch Ihre Registrierungsnummer. Wenn Sie eine seriöse Firma sind, dann können Sie mir das ja sagen. Was? Ihre Registrierungsnummer bei der Finance... Ich kann es Ihnen per WhatsApp schicken. Nein, also, ja, können Sie aber versuchen, auf eine Fest... Sie können gar nichts mehr per WhatsApp schicken, weil das eine Festnetzrufnummer ist. Sie sind eine ganz schön dumme Kuh. Sie sind einfach ein dummer Scammer. Ein wirklich sehr, sehr dummer Scammer. Okay, Sie können schreien, also wie viel Sie wollen. Ja, Sie können mir erzählen, was Sie wollen. Sie sind ein Betrüger. Ja, natürlich. Ja, eben, habe ich schon festgestellt. Okay, dann macht die Leitung frei, Betrüger. Okay, tschüss. Ja, tschüss. Hallo? Hallo? Hallo, Herr Stecken. Ja, wer ist da bitte? Guten Tag. Das ist Chris im Apparat von Bitcoin System. Ich sehe, dass Sie haben sich bei uns registriert. Ja, und? Ich bin Ihr Kontomanager und ich werde Ihnen bei der Aktivierung helfen. Und da rufen Sie gleich an?
Wie bitte? Und warum rufen Sie dann gleich an? Damit wir können Ihr Konto aktivieren. Deswegen. Ach, und das kann ich alleine nicht. Wissen Sie, wie heißt unsere Firma? Nee, das haben Sie ja noch nicht gesagt. Okay. So, in diesem Fall, wie können Sie das selber machen, wenn Sie wissen, unsere Firma nicht? Ja, dann sagen Sie doch einfach mal Ihre Firma. Sigba.com. Ah ja, okay. Wie, okay. Schreibt sich das? Können wir zusammen Ihr Konto zu aktivieren? Ja, ich fragte gerade. Ich brauche nur zwei Minuten. Ich fragte gerade, wie sich das schreibt. Ich schicke Ihnen eine E-Mail mit allen Informationen. Sie können es ja einfach buchstabieren. Meine E-Mail ist so voll. Was brauchen Sie das? Ja, damit ich Ihre Webseite finde. Okay, das ist Z, I wie Ida, G wie Gustav, B wie Bertha, E wie Emil und R wie Richard.com. Sigba.com. Okay. Gut, okay. Okay. Für die Kontoaktivierung hier stecken, wir haben zwei Optionen. Visa oder Mastercard? Ja. Welche Karte haben Sie? Das spielt ja erstmal keine Rolle. Ich möchte ja erstmal was über Ihre Firma wissen. Okay. Sie möchten mehr belesen, oder? Nee, Sie können mir was über Ihre Firma sagen. Wo ist der? Verstecken. Ja, wo sitzt Ihre Firma? Ich schicke Ihnen alle die Informationen per E-Mail. Nein, ich habe das Zeit nicht. Nein. Ich habe Ach, Sie das haben Zeit keine nicht. Zeit, neue Kunden zu akquirieren. Okay, kein Problem. Dann werde ich auch kein neuer Kunde. Sind Sie interessiert eigentlich? Ja, natürlich, aber ich bin interessiert an einer seriösen Firma. So. Wenn Sie mich weiterhin nicht ausreden lassen, werde ich bestimmt kein Kunde bei Ihnen. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hallo? Wer ist da? Ja, hallo. Matthias Wagner. Okay. Ich hätte Rückmelder. Ja, ist richtig. Ich rufe Sie aufgrund Ihrer Registrierung an. Ja? Was Sie vor kurzem gemacht haben. Ich möchte Ihnen gerne helfen, das Account bei uns zu aktivieren und zu verifizieren. Ja. Wie geht das? Ja. Ich helfe Ihnen das Schritt für Schritt. Haben Sie bereits Erfahrung in diesem Bereich oder noch keine? In welchem im Bereich registrieren? Nein, nicht registriert, sondern wegen der Trading, was Sie da Sie gerade registriert haben. Oder haben Sie noch keine? Ich habe schon mal Trading-Erfahrung, ja. Haben Sie Erfahrung, okay. Schauen Sie, was für ein Handy haben Sie? Ist es ein Android oder ist es ein iPhone? Was hatte das mit meinem Handy zu tun? Also ich möchte Ihnen sagen, wo Sie dann entweder, wenn es ein Android, dann gehen Sie zu Play Store. Wenn es ein iPhone ist, dann können Sie zu Apple Store gehen und dort die App herunterladen. Welche App denn? Crypto.com. Nee, ich benutze gar kein Handy. Sie haben das am Rechner alles gemacht? Natürlich. Okay. Aber meine Frage... Welche Webseite sind Sie nun? Wie heißt Ihr Produkt? Crypto.com oder was? Crypto.com, das ist die App. Nein, welche Webseite? Welches Portal? Sie sind Share Stock. Wie bitte? Share Stock. Können Sie es buchstabieren, bitte? Siegfried. Ja. Emil. Ja. Anton. Ja. Siegfried. Ja. Theodor. Ja. Theodor Otto. Ja. Kaufmann. Cäsar. Ja. Kaufmann. Okay. Und weiter? Wie geht Ihr Portal weiter? Punkt 24.com.
Genau. Okay. Sie haben sich doch registriert selber, oder? Ja, gut, aber deswegen, ich weiß ja gar nicht, wo ich dann rauskomme. Okay, gut, also, so, und wo sitzt Ihre Firma dann? In Großbritannien. Ja, weil Sie rufen mit einer belgischen Telefonnummer an. Ja, wir sind auch in Europa präsent, nicht nur in Großbritannien. Ja, aber deswegen ruft man doch nicht, wenn man aus Großbritannien anruft, dann ruft man mit einer UK-Rufnummer an und nicht mit einer belgischen Nummer. Okay. Ja. So macht jedes seriöse Unternehmen das. Okay. Okay. Also Sie meinen, wenn das Amazon in Amerika ist, dann darf Sie nicht in Deutschland präsent sein, oder? Nein. Nein, das sagte ich doch gar nicht. Amazon okay. In Deutschland? Doch, nein, habe ich nicht. Vielleicht verstehen Sie mich nicht. Ich habe gesagt, lassen Sie mich einfach mal ausreden! Meine Herren! Also, wenn eine Amazon hat in Deutschland, ist in Deutschland und die haben dort eine deutsche Telefonnummer. Haben Sie nicht. Natürlich hat Amazon in Deutschland eine deutsche Telefonnummer. Okay. Ja. Und mit jeder seriösen Plattform, mit der ich zusammenarbeiten will, erwarte ich einfach, dass die mit ihrer Firmennummer aus dem Land anrufen, wo sie sind. Und sie rufen mit einer belgischen Nummer an und rufen aus England an. Okay. Ich habe nie gesagt, dass ich aus England anrufe. Das haben natürlich. Ich habe gesagt, wo das Firmensitz ist. Okay, und von wo aus rufen Sie dann jetzt an? Von Belgien. Also, und wo ist Ihr Sitz in Belgien? Wir haben keinen Sitz von der Firma in Belgien, sondern wir haben das Firma in England registriert. Ja, eben, das sagte ich doch. Sie haben keinen Sitz in Belgien und rufen mit einer belgischen Telefonnummer an. Das ist schon falsch. Sie haben einen Sitz in England, also müssen Sie mit einer englischen Telefonnummer anrufen. Das ist schon mal wenig seriös. Okay. Ja, so einfach ist das. Das ist sogar in Deutschland verboten. Okay. Ja, so ist das. Gut, okay. Also das ist Ihre Webseite. Und wie alt ist Ihr Portal? Wie alt ist Ihre Firma? Schauen Sie. Was möchten Sie haben? Ich möchte, das habe ich Ihnen doch gerade gesagt. Ich suche einen Partner, mit dem ich langfristig handeln kann. Und da will ich natürlich wissen, was da passiert. Also, lassen Sie mich doch endlich mal ausreden. Ich habe gefragt, ob Sie eine erfahrene Firma sind und wie lange Ihre Webseite und Ihr Portal schon existiert. Das habe ich gefragt. Darauf können Sie jetzt antworten. Okay. Achso, also ich bin auch nur alles machen, was Sie mir befehlen, oder? Und reden darf ich dann auch nur dann, wenn Sie mir erlauben, oder? Sie sollten dann reden, wenn Sie die Frage zu Ende gehört haben. Und ich hatte meine Frage noch gar nicht zu Ende gestellt. Also, jetzt können Sie darauf antworten, wie alt ist Ihr Portal und Ihre Firma? Darf ich jetzt irgendwas sagen oder müssen Sie sich auch noch weiter ausreden? Nee, ich hatte die Frage schon zu Ende gestellt. Dann antworten Sie bitte darauf. Ach so. Jetzt darf ich das antworten. Gut, dann können Sie das auch selber auf der Seite herausfinden, wenn Sie dann alles so nicht richtig halten. Für Deutschland, für Belgien, für England, für Amazon und so weiter. Ich habe Sie doch gerade was gefragt. Sagen Sie mir doch einfach, wie alt Ihre Webseite, Ihr Portal ist. Wie lange Ihre Firma existiert. Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre alt, okay. Nächste alles klar. Frage, ja. Nö, dann hat sich das schon erledigt. Dann hat sich das schon erledigt, weil Sie mich anlügen. Sie lügen schon. Okay. Sie lügen. Ihre Webseite ist gerade mal 197 Tage alt. So, genau. Also Sie sind ein Scammer, okay? Weiß ich Bescheid, Sie sind ein Betrüger, okay? Alles klar. Genau. Ja, haben Sie sonst noch was zu sagen? Vielleicht der YouTube-Gemeinde, der Sie gerade zuhört? Genau, ich weiß. Ja, das ist doch sehr schön. Haben Sie der YouTube-Gemeinde was zu sagen? Nein, ich habe nichts zu sagen. Ja gut, dann tschüss. Ich habe alles selber gesagt. Ja, dann ist doch schön. Dann machen Sie die Leitung frei, damit wir den nächsten Betrüger dran kriegen können. Schreien Sie weiter. Nö, ich schreie ja nicht. Sie haben mich noch nicht schreien hören. Doch. Tschüss, Betrüger. Doch. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger.
Hallo? Guten Tag, ich bin eine Kontoberaterin von Just Capital. Bitte was? Ich verstehe Sie schlecht. Ich bin Account Manager von Just Capital. Es geht um Onlinehandel Trading. Ja? Ja, Sie haben sich bei uns angemeldet, um Geld zu investieren, ja? Wen wollen Sie denn sprechen? Spreche ich mit Herrn Ludger Lussmann. Ja, ist richtig. Ja. Und mein Name ist Claudia. Claudia wie? Claudia. Frau Claudia? Ja. Und meine Arbeit ist, Ihnen zu helfen, Ihre Konto zu eröffnen. Okay. Dann eröffnen Sie mal. Wie bitte? Dann eröffnen Sie mal. Haben Sie Erfahrung im Onlinehandel oder noch keine? Ja, ich habe vor etlichen Jahren mal Aktien gekauft, ja. Welche Aktien können Sie mir erklären mit Ihrer Erfahrung? Telekom-Aktien. Okay, Sie arbeiten sich selbst oder mit anderen Unternehmen? Die habe ich selber gekauft, über die Bank damals. Okay, Sie können einfach ausprobieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben heute attraktives Angebot für Sie. Wir bitten Sie alle. Was haben Sie? Können Sie ein bisschen deutlicher sprechen? Es ist sehr laut bei Ihnen und ich verstehe Sie kaum. Sie können einfach ausprobieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Gut, okay. Und wie mache ich das? Ja, wir haben heute attraktives Angebot für Sie. Was haben Sie für ein Angebot? Ja, Sie nuscheln so. Ich verstehe Sie kaum. Und außerdem ist es sehr laut bei Ihnen im Hintergrund. Vielleicht ist es besser, das schriftlich machen? Nö, Sie können ja versuchen, klar zu sprechen und vielleicht die Musik ein bisschen leiser zu machen. Okay, wir bitten Sie heute 75 Euro als Bonus, 2 Wochen als Probezeit und kostenlose Hilfe unserer Finanzanalytiker. Machen Sie mal bitte die Musik laut, man kann sich ja gar nicht Nein. Machen Sie nicht. Sie machen die Musik nicht lang. Warum nicht? Nein. Das ist doch ein Gespräch über Geld. Ich kann nicht das machen. Ja, wir sprechen doch über Geld. Und da möchte ich bitte nicht irgendwelche Musik hören. Bisschen lauter, ja, ich höre nicht. Ich habe gefragt, vielleicht ist es besser, dass wir sie per E-Mail machen. Nee, Sie können es ja einfach erstmal sagen. Ich weiß doch noch gar nicht, welche Firma sind Sie denn? Just Capital. Wie schreibt sich das? Haben die eine Plattform? Haben Sie eine Plattform? Genau. Ja, und wie ist die? Just G-I-S. G-I-S. Capital, ein Wort? Ja, Just Capital. Also Englisch mit C. G-I-S-C. Oh, Sie können noch nicht mal Deutsch. Sie können ja noch nicht mal Deutsch buchstabieren. G-I-S. Weiter? C-A-P-A-I-T-A-L. Just Capital. Also P-I. Nicht P-A. G. G wie Gregory. Was? G-I-S-C-A-P-I-T-A-L. Ja. Okay, und wie geht's dann weiter? .de? Ja. Unsere Webseite heißt GIS Capital und Sie haben auf unserer Seite Ihre Daten geladen. Ja. Oder Sie können auf unserer Hallo. Seite können Sie bitte meine Frage beantworten? Ja, genau. Ja, GIS Capital.de oder .com? Wie bitte? Vielleicht Was machen Sie meine? Einfach mal die Musik leiser, dann verstehen Sie mich auch. Ich kann es nicht machen. Ja, und Sie verstehen auch augenscheinlich sehr schlecht Deutsch. Also giscapital.de.com oder was? Einen Moment. Jetzt ich schicke. Sagen Sie mir doch einfach, wie die Domain ist. Nicht schreien, nicht schreien. Ich schreie noch gar nicht. Wenn ich schreie, hört sich das ganz anders an. Also, beantworten Sie jetzt meine Frage. Capital.world.de. Punkt was? Punkt world. Woro? Was heißt denn Woro? Buchstabieren Sie mal weiter.
world.de. World. World heißt das. Wo? Mein Gott. Und dann weiter Punkt World und dann? De. Punkt.de nochmal oder was? Punkt de. Ah ja, das ist jetzt Ihre Plattform. Okay. Gut. Das war ja schon schwere Wut. Ich höre die anderen lauter als Sie selbst. Also das geht so nicht. Natürlich, ja. Natürlich, ja. Ich höre Ihre Kollegen lauter. Also entweder ändern Sie da was oder das hat keinen Sinn. Das noch einmal, vielleicht ist es besser per E-Mail machen oder per WhatsApp. Sie können mir jetzt erstmal was über Ihre Firma erzählen. Okay, was sehen Sie? Was sehen Sie? Ich höre den Nachbarn lauter als Sie. Was meinen Sie? Sie verstehen auch kein Deutsch, okay. Ich höre Ihren Nachbarn, der neben mir sitzt, ihn sitzt lauter als Sie. Und wann? Wenn er redet. Jetzt das Bessere? Nein. Okay, ich alle Informationen per E-Mail geschickt. Dann guten Tag. Tschüss. Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hier spricht die King, Ihre Kontoberaterin. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt. Wer spricht da bitte? Hier spricht die King, Ihre Kontoberaterin vom Finanzmarkt. Sie haben sich bei uns gemeldet. Ja, wen wollen Sie denn sprechen überhaupt? Rute Möhler. Ja, gut, okay. Das bin ich. Okay. Sie haben Interesse an Bitcoin gezeigt. Deswegen rufe ich Sie an. Sie haben Ihre Telefonnummer geschrieben, damit wir mit Ihnen kontaktieren können. Ja, na gut, okay. Oh, okay, super. Haben Sie schon Erfahrung am Finanzmarkt? Ja, ich habe vor Jahren mal Aktien gekauft, aha. Ja. Aha, sehe ich ja. Und mit welchem Betrag? Wo sehen Sie das? Wie bitte? Wo sehen Sie das? Von der Firma Stammkapital rufe ich Sie an. Ja, nein, Sie haben gesagt, ich sehe das. Wo sollen Sie denn sehen, dass ich Aktien gekauft habe? Okay, das freut mich. Sie verstehen kein Deutsch, richtig? Ich glaube Sie auch. Sie, was da haben Sie? Okay, also, Sie schreiben Ihre Telefonnummer, damit wir Ihnen anrufen und mit Kontoaktivierung helfen können, oder? Nee, ich habe meine Daten hinterlassen. Also, Vielleicht lassen Sie mich einfach mal ausreden. Ja? Hallo? Hallo? Herr Peiniger, schönen guten Abend. Hier spricht Leonard Zweig. Sie haben bei unserer Webseite Ihre Daten hinterlegt. Ja. Das geht über Online-Trading. Ja, bei welcher Webseite jetzt? Capital Index, Herr Peiniger. Capital Index sagt mir so jetzt nichts. Ja, aber Sie haben unsere Werbung gesehen, vorgestern oder gestern. Ja gut, das Ihre kann Daten gelassen. Ich habe viele Werbung gesehen. aber was über Online-Trading war, das unsere Werbung war. Okay. Und haben Sie schon Ihr Handelskonto aktiviert oder nicht? Ich habe noch kein Handelskonto. Also, Sie haben kein Konto. Bei uns, Sie besitzen schon ein Handelskonto, aber das ist nicht aktualisiert. Und deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ich muss Ihnen begleiten, schnell wie möglich Ihr Handelskonto aktualisieren. Ah ja, okay. Okay. Herr Peiniger, haben Sie Visa-Karte oder Mastercard? Nee, gar nichts von beiden. Keine. Haben Sie einen PayPal-Account? Nee, habe ich auch nicht. Haben Sie auch nicht. Also, ich gratuliere Ihnen, Herr Peiniger. In diesem Fall, Sie können nicht bei uns Ihr Handelskonto aktualisieren. Das ist kein Problem. Bei Betrügern will ich sowieso nichts machen. Warum denken Sie so? Ja, weil Sie schon anrufen hier. Sie haben gar kein Double Opt-in, um mich anzurufen. Und das machen nur Betrüger.
Nein. Doch. Also in diesem Fall. Also wo, okay, wo habe ich Ihnen das Double Opt-in denn gegeben, um mich anzurufen? Sofort Ihr Handelskonto aktualisieren. Nein, ich hatte gefragt, wo ich das Double Opt-in gegeben habe. Hallo? Guten Tag, Herr Nassebart. Wer ist da bitte? Ich bin Sven Meyer. Ich rufe Sie von Handelsplattform. Sie haben Ihre Daten dort hintergelassen, ja? Was habe ich gelassen? Ihre Information, Name, Vorname, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Ja, und? Und da rufen Sie mich an? Ja, und darum rufe ich Sie an, ja, richtig. Ich habe Ihnen doch gar keine Genehmigung gegeben, mich anzurufen. Noch einmal bitte? Ich sagte, ich habe Ihnen gar keine Genehmigung erteilt, mich anzurufen. Ja, weil Sie können mir nicht anrufen, weil Sie brauchen das nicht. Was brauche ich nicht? Mir anzurufen. Ich will Sie ja auch nicht anrufen. Ich habe Ihnen keine Genehmigung erteilt, mich anzurufen. Ja, aber warum haben Sie dort Ihre Informationen hintergelassen? Ja, ich wollte Nein, Sie kennen sich nicht aus. Sie müssen ein Double Opt-in haben, um mich anzurufen. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Ja. Okay, und wo haben Sie das von mir bekommen? Ja, weil Sie haben das gemacht. Darum habe ich das. Sie wissen also nicht, was ein Double Opt-in ist. Sehen Sie, Sie haben auf unserer Plattform CryptoArt Ihre Information hintergelassen. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist, habe ich gefragt. Ja. Dann erklären Sie mir mal, was ein Double Opt-in ist. Können Sie noch einmal wiederholen? Erklären Sie mir mal, was ein Double Opt-in ist. Sie wissen das ja angeblich. Hallo. Und was los? Sie müssen sich nicht stumm schalten jetzt. Was los? Also wissen Sie nicht, was das ist.